Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Im letzten Part sind wir hier rumgelaufen auf der Suche nach Claudia. Ich habe schon lange nicht mehr aufgenommen, aber ich habe ja was vergessen. Was ich überhaupt nicht beachtet hatte, in unserem allerersten Screen gibt es natürlich auch Hinweismünzen. Also hier, ich muss jetzt mal kurz gucken in meiner schlauen Liste, wo sind die denn? Ein Sack am Fenster am rechten Bildrand. Das ist der hier wahrscheinlich. Ja. Dann weiter geht's. Vorderer linker Pfeiler der Holzplattform. Hier. Ach so, vorderer linker. Na gut, hab mich verlesen. Gut. Fenster oben links am Haus hinter Luke. Der hier? Nee. Hm? Oder bin ich zu doof? Das war natürlich nicht gewollt. Übrigens suche ich immer noch nach Rätsel 5. So was. Wer würde denn einfach so die Zugbrücke hochkurbeln? Diese Brücke scheint der einzige Weg aus St. Mistel zu sein. Wie es aussieht, können wir das Dorf für das Erste nicht verlassen. Oh weh. Und niemand weiß, wo die Kurve für die Brücke abgeblieben ist. Abwarten und Tee trinken, mein Junge. Lass uns im Moment einfach unsere Ermittlungen weiterführen. So, das wäre jetzt geklärt, aber hinter der Luke. Hä? Ist ja das Auto. Nicht mal das Leitmobil würde es über den Fluss schaffen, oder? Nun, so sehr ich das gute Stück auch schätze, es ist und bleibt mal leider nur ein Auto. Haha, Luke, das erinnert mich sehr an ein interessantes Autorätsel. Hm? Versuch es doch einmal. Ah, Nummer 19, zugeparkt, 30 Pikarat. Berühre die Vorder- oder die Rückseite eines Autos, um dieses zu bewegen. Die Autos können nur vor- oder zurückfahren. Bewege die grauen Autos aus dem Weg, sodass das Leitmobil den Parkplatz verlassen kann. Aha. Das Leitmobil des Professors ganzer Stolz. Achso, das Leitmobil des Professors ganzer Stolz ist übel zugeparkt. Der Professor aber muss unbedingt runter vom Parkplatz. Es ist so eng, dass sich jedes Auto zwar noch vor und zurück bewegen kann, aber nicht mehr lenken. Bewege die Autos mit dem Touchpen und befreie des Professors Olden Liebling. Muss ich mal gucken. Ach so. Ah ja, man braucht nur drauf tippen. Klar. Hm? Ach so. Ja, die Pfeile sollte man trotzdem irgendwie drücken. Okay. Das ist wiederum eine Zwickmühle. So, jetzt macht der Platz. Du bist da durch. Und wie mache ich das jetzt? Mist. Ja, da muss ich mal nachdenken. Könnte das länger dauern? Ja, so irgendwie, wenn es möglich wäre. Was es aber anscheinend nicht ist. Außer ich mal so vielleicht und so und so und dann bin ich durch. Okay, gut. Ist auch in Ordnung. Richtig. Ja. Verkehrstechnische Meisterleistung. Jetzt versuch das Rätsel in so wenigen Zügen wie möglich zu lösen. Wenn du richtig gut bist, hast du es in nur 14 Zügen geschafft. Wie viel haben wir gebraucht? Über 30, nicht? Nun, das Rätsel ist damit gelöst. Ich frage mich allerdings, wann ich wieder zu meinem Auto kann. Ach, wir haben wieder ein seltsames Bauteil erreicht. Erhalten, meine ich. So, ich möchte gerne die letzte Hinweismünze einsammeln. Vor Fenster oben links am Haus hinter Luke. Ach so, hinter Luke? Okay. Oder hinter Luke? Okay, na gut, dann ebenso. Hinter Luke hätte er auch sein können. Okay, ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach Claudia, dürfen wir nicht vergessen. Wir sprechen jetzt mal ein paar Leute an, ob sie noch wissen, wo Rätsel 5 ist. Das fehlt uns nämlich, glaube ich, noch. Der geht wieder. Das Untier liegt nach Westen. Diese Zähne wie Messer. Ja, das kennen wir schon. Kümmern wir uns gleich erstmal darum. Das will der Rest hier so.
Entschuldigen Sie die Störung, meine Dame, aber wir suchen eine entlaufene weiße Katze. Eine weiße Katze? Oh ja, die ist auf den Park zugelaufen. Darf ich fragen, was Sie mit ihr machen wollen, wenn Sie sie finden? Wir bringen sie zurück zu Baronin Dahlia. Es ist ihre Katze und wir suchen sie für sie. Ihr wollt eine Katze mit bloßen Händen fangen? Du lieber Himmel! Das ist schon etwas einfältig. Wieso versucht ihr nicht einfach, sie mit einer Leckerei zu ködern? Was schlagen Sie vor? Ich habe hier noch ein paar alte Fischgräten, die ihr bestimmt schmecken würden. Ich gebe es euch gerne, wenn ihr vorher ein Rätsel für mich löst. Okay. Nummer 22, Schweinereien, 30 Pikarat. Ach, das dürften einige von euch kennen, denn das ist dieser Trailer-Rätsel oder so, wie man es auch sagen kann. Führe den Touchpen von einem Punkt zu einem anderen, um eine Linie zu ziehen. Wenn du alle Schweine voneinander getrennt hast, berühre bestätigen. 7 preisgekrönte Schweine lümmeln sich im Pferch. Um sicherzugehen, dass sie einander nicht an die Gurgel fahren, hast du beschlossen, sie mit 3 Seilen voneinander zu trennen. Kannst du die Seile so an den Pfosten befestigen, dass jedes Schwein einen Abschnitt für sich hat? Kein Rüssel und kein Ringelschwänzchen darf in einen anderen Abschnitt tragen. Sonst macht das Schweinchen schnapp und schon ist sie ab. Logischerweise. Na gut. Das geht natürlich dann nicht. Das geht aber. Da ragt noch nichts rüber. Hier. Das sieht doch ganz gut aus. Das Ding ist ja natürlich den größten, ne? Ist ja verständlich. Du armes Schwein. Ganz armes Schwein. So ein armes Schwein. Aber, nun gut. Klasse, da freut sich die Schweinerotte, außer das in der Mitte, was so angequetscht ist, das arme Ding. Ich bin sehr beeindruckt. Hier, bitte sehr, die versprochenen Gräten. Viel Glück mit der Mieze. Das ist eigentlich auch noch eine ganz gute Idee. Warum ist der Professor nicht drauf gekommen? Lass sie mal Neues, aber erstmal. Nun doch, wir nehmen sie erstmal. Hihi. Der Typ, der regt sich so auf, als dass sein Kopf rot wird wie eine Tomate. Der sieht dumm aus. Danke, Andrea. Ey, ihr Dummköpfe! Jetzt reicht's, genug ist genug! Ich platze gleich aus den Nähten! Wie eine Wasserbombe voller Wut! Wie bitte? Wieso ich wütend bin? Wieso ich wütend bin? Jetzt hört mir mal zu, es gibt 3 Torfköpfe in diesem Dorf und wir können uns nicht ausstehen. Wir würden uns am liebsten nie begegnen, aber sein Müsse ist ja nicht gerade groß, stimmt's? Und kaum sieht einer den anderen auf dem Weg zur Arbeit, rums, schon fliegen die Fetzen. Wieso müssen wir uns nur jeden Morgen über den Weg laufen? Geht das nicht anders? Moment mal, ihr seht aus, als wärt ihr gar nicht mal so dumm. Tut mir doch den Gefallen und helft mir, ja? Ja, in Form eines Rätsels. Nummer 20. Grantige Nachbarn, 50 Pikarat. Okay, zeichne jedem der 4 Männer einen Weg zwischen Haus und Arbeitsplatz, in dem du die Gebäude mit gleichen Buchstaben miteinander verbindest. Ich dachte, das waren nur 3. Okay. Das Problem besteht darin, dass sich die 4 nicht leiden können. Ihre Wege dürfen sich darum nicht überschneiden. Um einen Pfad einzuzeichnen, musst du nur ein Gebäude antippen und von dort aus losziehen. Loszeichnen, meine ich. Ja, das könnte interessant werden. Ich bin mal sehr gespannt. Also, wir können auch einfach so rüber, aber... Das wird nicht einfach. Ob wir einfach so rüber können? Ich hoffe mal. Na gut. Wenn ich mit A so rübergehe. So. Oder gar anders. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ob ich so dahin gehe. Und A und C sind im Prinzip übereinander. Das funktioniert ja so gar nicht. Muss ich mal gucken. Macht das Sinn? Eigentlich macht das überhaupt gar keinen Sinn. Mist. Na, B und B wird wahrscheinlich so bleiben, ne?
Okay, das wird ein sehr interessantes Rätsel. Ich bin mal gespannt. Mal sehen. Möglichst am Außenrand. Wie wollen wir das denn machen? Kann ich gleich so machen? So. Dann würden sie sich hier ja kreuzen. Das ist scheiße. Ups, das ist eh falsch. Ah, klasse. Yes, B gesellt sich gern, aber. Das ist echt ein interessantes und wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Also rechnet damit. Macht das so Sinn? Ich weiß es nicht. Ja, es wird doch ziemlich eng. Ich meine. Wie soll man das denn machen? Ich meine, hier ist es ja. Hier ist es schon zu. Und C kann da nicht rüber, sonst kann A da auch nicht lang. Das ist echt ein schwieriges Rätsel. Jetzt wissen wir auch, warum das 50 Pikarat wert ist. B ist normalerweise immer so. Daran kann ich mich erinnern. Anders geht das ja gar nicht. Und D muss wahrscheinlich anders gehen oder so, oder? Ich könnte jetzt hier auch einbunkern. Das macht einfach keinen Sinn. Nein! Ach du Schande. Das könnte etwas länger dauern oder gar zu lange. Ich weiß eh nicht, wie wir das machen sollen. Ich habe echt keine Ahnung. Meine, so sind ja zugemauert. Irgendwas muss auf der zweiten Reihe laufen. Das ist da aber zu. Die müssen ja da lang. Denn beide, das geht ja nicht. Dann könnte ich auch eventuell. Ne, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Oh Mann. Meine Ideen. Der Part ist ja auch bald wieder vorbei. Okay. Die kann ja im Prinzip nach unten, weil da dieses komische Gebäude ist. Aber so ist das doch alles eh voll. Dann müsste C ja von hier rum zu. C, aber A müsste ja auch da lang. Da würden sie sich hier überschneiden irgendwie, oder nicht? Der muss ja dann irgendwie lang. Ah, verdammt nochmal. Das sieht ja ganz gut aus, aber das funktioniert nicht. Was macht D denn? Das geht ja eigentlich gar nicht anders. Der muss ja irgendwie hier lang. B jetzt ja noch am einfachsten. Warum wohne ich auch so nah auseinander? Könnte ich einfach umziehen? Ja, super. Klasse. So könnte C hier noch lang. So könnte A hier noch hin. Aber D kommt da nicht mehr raus. Außer B macht was anderes, aber. Wie sollen wir das machen? Verdammt nochmal, aber C und A sieht so gut aus. Ja, das geht ja nicht anders. Ach, verdammt nochmal. Ich glaube, es wird bis zum nächsten Part dauern. Ja, dann würde ich sagen, B wird arbeitslos und dann könnte ich auch auf B. Die Bestätigen kann ich gar nicht drücken. Das Level ist erst vorbei, wenn alles wirklich geklappt hat. Ach, ich habe schon geahnt, dass es in den nächsten Part reingeht. Da ist er versperrt, da ist versperrt. Ich würde sie so gerne kreuzen, aber es geht ja nicht. Können die sie nicht einfach wieder vertragen? Oder wir warten erstmal und gehen in den nächsten Part, Freunde. Bis dann und auf Wiedersehen.